So, wir machen mal weiter. Ja, das mit der Vergleichbarkeit ist eine schöne Sache. Vergleichbar ist aber auch zum Beispiel sowas. Ich habe auf meinem Teller ein Stück Torte, das sieht so aus. Du hast auf deinem Teller ein Stück Torte, das sieht so aus. Eindeutig, was größer ist, ne? Eindeutig. Oh, jetzt sag nicht nee. Das könnte hier zum Beispiel, könnte vielleicht ein Achtel sein. Ein Achtel. Und das könnte vielleicht so, naja, ein Sechstel sein. Jetzt müssen wir das wieder gleichnamig machen, das ist furchtbar. Aber rein optisch sieht man das schön, ne? Machen wir mal was anderes. Jetzt nicht die Brüche, sondern wir machen mal eine ganz einfache Übung. 50% wird übersetzt als 50 Hundertstel. 50 Hundertstel entspricht folgender Zahl 0,5. Das hat jetzt nichts mit der Torte selber zu tun. Nehmen wir mal 30%. 30% wird ja übersetzt als 30 Hundertstel. Mit anderen Worten, das müsste die Zahl 0,3 sein. Logisch? Hoffe ich. Mal eine andere Sache. 25%. Ahnt ihr, was müssen das für eine Zahl werden? Moment. Genau, 0,25. Machen wir mal eine Übung. Das ist eigentlich eine Schreibübung, damit man sich daran gewöhnt. Und zwar, ihr ermittelt mal folgende Werte und dann drücke ich Pause und zu Hause, wer das erste Mal sieht, macht das dann genauso. 14% und ich möchte sofort eine Kommazahl haben. 17%. Ja, nehmen wir 20%. Und nehmen wir mal 1%. Und noch schicker, 0,1%. Und dann werden wir mal sehen. Ich drücke jetzt Pause. So, wir sind wieder da. Hier sind die in blau die Ergebnisse. Jetzt gab es natürlich Fragen. Wir gucken mal. Wieso sind die 1% nur 0,01? Wir gucken mal, wo die 5 steht. Hier, das sind die 1er. Die 1er Stelle hat sich hierhin bombardiert. Oder hier, die 17. Da ist die 7 die 1er Stelle. Und hier könnte ich eigentlich schreiben 0,1%. Ne, die führende 0 kann man immerhin schreiben. Und da sieht man, das ist die 1er Stelle. 1 ist eine 1er Stelle und die wandert dahin. So kann man sich einigermaßen merken. Der Rest müsste klar sein, aber jetzt kommt es nicht ganz klar. Jetzt kann ich von hier aus ganz bequem sagen, dann ist 0,1% noch eine 0 dazwischen. So kann man sich das herleiten. 0,1% ist noch eine 0 dazwischen. Mal zur Begründung. Warum? 0,1, ich schreibe es mal hin, Hundertstel sind das. Wenn ich da ganz konkret so loslegen will, sage ich, nee, ich erweitere mal 10. Hier mal 10 und da mal 10 heißt erweitern. Dann bedeutet das hier kommt 1 und hier unten eine 1000 hin. Und jetzt sieht man, ich habe, jetzt mache ich es noch bunter, hier 3 Nullen und hier habe ich 3 Stellen. Dann haben wir es wieder. Ich mache mal Pause und wir diskutieren es notfalls nochmal durch, falls es Fragen dazu gibt. So, aufbauend darauf machen wir noch eine andere Schreibübung und ich schreibe euch jetzt mal gemischt, mal entweder eine Kommazahl hin, mal irgendein Hundertstelwert und ihr macht dann immer das entsprechend andere. Also, Beispiel, 0,37 möchte ich in Prozent haben. 0,05 möchte ich einerseits in Hundertstel haben und möchte ich andererseits in Prozent haben. Ich möchte 1,5 in Prozent haben. Ich möchte 3/4 in Prozent haben. Oh, ist böse, ne? Oder mal nicht gleich ein Prozent. Ich möchte es erstmal in Hundertstel haben. Und dann möchte ich es erst in Prozent haben. Das heißt, hier sieht man es ja, das weiß jeder, aber hier ist es vielleicht schon ein bisschen kribbeliger. Ich möchte mal 2/5 erst in Hundertstel
und dann später in Prozent haben. Und genauso frage ich mich, was 7 Zwanzigstel über den Umweg von Hundertstel wird es am besten zu machen sein und dann ein Prozent. So, ich mache Pause und ihr arbeitet auch zu Hause. So, und jetzt steht hier das Einzelne. 37% war nicht allzu schwer. Hier mache ich zwei Stellen, also zwei Nullen, 500stel, 5% demzufolge. 1,5 ist die Hälfte. Die Hälfte von 100% sind 50%. Na und so weiter und so fort. Das kann man dann selber nachschlagen. Ich mache also jedes Mal 100stel draus und lass mal den bürokratischen Kram da. Und wenn ich dann 100stel draus gemacht habe, darf ich von 100 sagen. 40 von 100 sind 40% übersetzt. Ne? Das ist eigentlich nur eine Schreiberei. So, ich mache mal kurz Pause und ich male mal was auf. Ich habe hier freie Hand, ich gebe jetzt an wie ein Loreaffen, so einen ollen Kreis gemalt und habe den 1, 2, 3, 4 geteilt. Das müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gesundheit, 8 Teile sein. Wir fangen mal wie folgt an und jetzt kommt Frage-Antwort-Spiel. Von hier bis hier müssten demzufolge, ich deute es jetzt erstmal an, die schwarzen Striche dienen der Orientierung. Was ist das hellblaue in Prozent? Okay, 50%. Was ist das rote demzufolge? Alles klar, ich höre es schon, sagt es ganz schnell. Nebenbei, los. 25. Ja, klar, 25%. Dann müsste demzufolge jetzt das dunkelgrüne, das kann ich mir auch hier drüben rausschnappen. Dann müsste mir dieser Teil hier, müsste was sein? Ganz genau, 12,5%. Das ist egal. Ich muss nicht hier dieses Stück nochmal teilen, um zu sagen, dass es auch bloß ein Achtel ist. Hier drüben, das sind auch Achtel. Naja, okay, das wollte ich ja damit geklärt haben. Jetzt drehe ich mal ein bisschen am Rad. Jetzt teile ich ein Achtel hier nochmal, das mache ich mal hier drüben. Wir wissen, überall sind Achtel. Und jetzt sage ich, wie viel ist denn dann, wenn ich das Achtel genau in der Mitte geteilt habe, wie viel ist denn das dann? Na klar, 6,25%. Und wenn ich jetzt noch mehr am Rad drehe und sage, ich teile dieses Stückchen nochmal, also ich mache das mal hier drüben, dann habe ich hier drüben bloß noch so ein Stückchen. Jetzt sehe ich schon die Finger oben. Das müssen dann sein, jetzt mach weiter. 3,125%, wunderbar. Gut. Mit anderen Worten, ein Tortendiagramm ist wunderbar, um zu sagen, okay, das ist die Hälfte oder das ist ein Viertel oder das ist ein Drittel oder weiß der Kuckuck was. Aber die Prozente, die sind genauso schön, ne? Durch diesen gleichen Namen. Dieses Gleichnis wollte ich verdeuten, habe ich das hingekriegt? Dass gleicher Name sehr schick ist, weil man dann einfach auf das Malen von Tortendiagrammen verzichten kann. Du warst eben weit weg. Ja, ja, gut. Okay, das heißt, wir werden uns also jetzt immer wieder mit diesen Zahlen beschäftigen. Und um das heute mal nicht zu wissenschaftlich zu machen, sondern einfach mal ein bisschen noch mit Zahlen zu jonglieren, in dieser Art hier, machen wir jetzt noch eine Übung und die lohnt sich auch für zu Hause nochmal zu machen. Gucken wir uns nochmal dieses typische Beispiel an hier. Das war ein ganz typisches Beispiel. 3/4, da haben wir so lange rumgetrickst, bis wir 100stel draus gemacht haben und konnten dann direkt 75% wählen. Ich schreibe jetzt mal verrückte Brüche auf, die scheinbar ein bisschen tricky umzuwandeln gehen, auf das wir dann mal Prozente draus machen. Jo. Na denn, ich mache jetzt mal Pause und schreibe mal ein paar Brüche auf und dann kommt die Übung auch für zu Hause. Also, wir haben hier zum Beispiel 3/6, die möchten wir, wer es nicht anders kann, macht das über den Umweg und wandelt erst in 100stel um. Man kann manchmal kürzen und danach erweitern oder. Und über den Umweg praktisch dann sofort eine Prozentzahl draus machen. Also das ist unser Endeffekt, das wollen wir wissen hier, was es ist. Aber es ist keine Schande, sich das erst in 100stel, nämlich 100stel heißt ja auch Prozent, hinzuschreiben. Machen wir das mal schnell. Gut, wir haben ja noch ein bisschen einen draufgesetzt, hier auf der rechten Spalte sind auch noch ein paar. Vielleicht kann man ja was machen. Und da kam schon die Frage, gibt es auch Periodeprozent? Ja, kann man so ausdrücken. So, ich mache das jetzt mal stufenweise. Hier sage ich mal, ich mache mal lieber 1,5 draus, denn dann weiß ich, das sind 50 Hundertstel bzw. 50%.
Vier Fünftel. Ich hatte gerade den Tipp gegeben. Wenn 5 irgendwie im Nenner steht, dann probiere ich es mit mal 2 zuerst und weiß meistens, wie es dann weitergeht. Wenn ich hier mal 2 nehme, habe ich 8 Zehntel. Ne? Das wären 8 Zehntel. Ja, und jetzt auf Hundertstel zu kommen, ist ganz leicht. Mal 10 erweitern, mal 10. Und dann habe ich 80 Hundertstel und sehe, das müssen dann 80% sein. Hier gibt es eine Frage. Wenn ich also mich rantaste und sage, ich erweitere mal mit 5, habe ich 5 Vierzigstel. Wenn ich nochmal mal 5 nehme, habe ich 2 Hundertstel. 5 mal 5, 25, 2 Hundertstel. Entweder ich teile durch 2 oder ich nehme nochmal mal 5, kann ich auch machen. Dann habe ich 125, also entweder sind das 125 Tausendstel oder wenn ich gekürzt hätte, durch 2 hätte ich 12,5 Hundertstel, also das sind 12,5%. Jetzt weiß ich schon, wie ich hier rangehe. Jetzt sage ich, okay, hier habe ich mal 5 genommen und dann vielleicht nochmal mal 5, nehme ich gleich mal 25. Oder vielleicht nochmal mal 5, nehme ich gleich mal 125, dann habe ich Tausendstel. Mal 125 und hier auch mal 125. Dann habe ich Tausendstel, das macht mir aber nichts. Denn das durch 10 geht leichter, als wenn ich die Hundertstel rausmachen müsste. Jetzt muss ich 7 mal 5, 35, 7 mal 2, 14 und 3, 17 und 7 mal 1 ist 7. Das sind 875 Tausendstel. Achtung, durch 100 heißt hier ein Komma setzen. Jetzt habe ich 100,0stel, also Hundertstel. Und das sind demzufolge dann 87,5%. Ja, das ist schon tricky. Zwei Drittel, hier kriege ich ein Problem. Das ist fast nicht lösbar. Hier muss ich einen anderen Umweg nehmen. Hier sage ich einfach 2 durch 3. Und das ist 0,6 Periode 6. Also, ich kann auch 0,66 Periode 6 schreiben und sehe eindeutig, das müssen sein 66,6 Periode 6%. Hier ist das Ergebnis. Das war ein bisschen dolle, ich weiß. Frage? Wir machen mal weiter. Wenn ich hier ein 2,5tel habe, da sage ich, komm, mal 10. Das heißt, ich streiche hier das Komma weg und erweitere. Ich habe 10 25stel. Oh, mal 4, dann weiß ich es ganz genau. Dann sind das 40%. Einverstanden? 40 Hundertstel sind es. Das ist automatisch geworden. Moment, das mit der 125stel, das hatte ich doch vorhin. Hier nehme ich einfach mal 8. Dann komme ich nämlich auf Tausendstel. Und da einfach das Komma wegstreichen ist leicht. Hier mal 8 ist auch leicht. Das ist 16. Tausendstel. Achtung, jetzt setze ich. Ich möchte Hundertstel haben. Das Komma um eine Stelle. Natürlich oben und unten. Ich teile durch, also ich kürze durch 10. Ne? Dann habe ich 1,6%. Das ist das Ergebnis. 1,6%. 9 Zehntel. Also wer sich hier einen Wolf gerechnet hat, ist selber schuld. Das sind 90%. Naja, 9 Zehntel sind 90 Hundertstel, ne? Das war gar nicht so schwer. Dieses Video mache ich an der Stelle auch nochmal dicht und wir werden noch ein bisschen drüber diskutieren. Und bei solchen vielen Übungen frage ich euch, wie gefällt euch Mathe? Wie geht's? Das sage ich auch immer.